Ja, wie haben wir denn die letzten Jahre verbracht? Mit Ablenkungsquatsch, mit Medorn, Zumwinkel, Ackermann, Kachelmann, Gutenberg, Wulff, Gauck, Grass, Wallraff. Man beschmeißt Leute auch einfach mal erstmal mit Müll und dann bleibt vielleicht was kleben. Das ist ganz einfach, aber wem nützt das? Monatelang hat sich der geballte Volkszorn auf den Gutenberg ergossen, was das Zeit und Energie kostet, weil der an seiner Doktorarbeit gefuscht hatte. Jeder zweite Mediziner lässt sich seine Doktorarbeit von seiner Frau schreiben. Solange die Alte nicht abschreibt, ist doch alles gut. Ja. Warum brauchen wir immer Sündenböcke? Es ist so langweilig und wir kommen auch gar nicht weiter. Dem Gutenberg haben wir unsere eigene Verlogenheit vorgeworfen. Und beim Wulff halten wir es nicht aus, dass er ein Schnäppchenjäger und Kleinbürger ist, genau wie wir. So gut wurde noch nie das deutsche Volk repräsentiert. Wie von Wulff. Super. Perfekt. Ist doch komisch. Wir sehen immer die Splitter im anderen Auge und dann nehmen wir den Balken aus dem eigenen und schlagen ihn damit tot. Also, bis er nicht mehr Muck sagen kann, ist das warm hier. Wann kommt da nicht das Gewitter endlich, was sie uns versprochen hat? Und der Gauck soll erst mal heiraten, der Ossi. Ja, was soll das? Wem nützt das? Letzten Sommer musste in Amerika so ein Politiker seinen Hut nehmen, weil SM-Fotos mit Prostituierten im Internet aufgetaucht sind. Ja, warum muss der zurücktreten deswegen? Sind Prostituierte schlechte Menschen? Solange das keine Zwangsprostituierten sind und die irgendwelche fürchterlichen Sachen gemacht haben, das sind erwachsene Leute. Vielleicht war das ein prima Politiker, ein liebevoller Ehemann und Familienvater. Vielleicht hatte der mit seiner Frau einen Deal, die hat gesagt, Schatz, ich lieb dich, aber an die Heizung ketten musst du dich woanders lassen. Ja. Ja, super. Ja. Warum muss der denn zurücktreten deswegen? Ist das nicht die Freiheit, die wir doch am Hindukusch verteidigen? Wie verrückt. Darum geht's uns doch. Das ist doch eine Errungenschaft, auf die wir stolz sind, oder nicht? Die individuelle Freiheit. Wir feiern 200 Jahre Preußenkönig. Jeder möge nach seiner Fasson glücklich werden. Ja, wo denn? Sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe hier nur selbstgerechte Calvinisten und Jakobiner, die mit ihren Heugabeln aus den Schützengräben springen und alles passend machen müssen. Hat der Gauck eigentlich schon geheiratet? Da stürzt er sich ja drüber. Und so haben wir die letzten Jahre zugebracht. Immer mit irgendwelchen Sündenböcken, damit wir nicht selber gucken, was wir so veranstalten. Zumwinkel, Ackermann, Kachelmann, Gutenberg, Ackermann. Immer haben wir unsere eigene Gier dem Ackermann vorgeworfen. Ohne unsere Gier wäre die Gier der Banker nichts wert. Der Ackermann ist nur der Klassenprimus in diesem furchtbaren System. Aber doch unser Problem sind doch nicht die Banker. Es war doch niemand hier mit 5% zufrieden die letzten 20 Jahre. Es mussten doch 15% sein. Jetzt will keiner Verantwortung dafür übernehmen. Also, du kannst nicht dein Leben lang Fleisch fressen und dann mit dem Gichtanfall den Metzger anzeigen. Das funktioniert nicht. Verstehe ich nicht. Also, wie wäre es mit Erwachsenwerden? Zumwinkel, genau das Gleiche. Wir sind ein Volk von Steuersündern und Zumwinkel musste für unsere Sünden am Kreuz sterben. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Steuerbescheid. Das möchte ich gern mal sehen. Roman Polanski haben die ein Leben lang durch die ganze Welt gejagt. Ja, ist doch schön und gut. Wenn der Polanski Priester gewesen wäre, wäre er in der Nachbargemeinde untergekommen. Alles wäre gut gewesen. Ja, also. Verstehen Sie mir nicht. Und auch dabei geht es mir überhaupt nicht um pädophile Priester. Auch die sind nur Spiegel der Gesellschaft. Es geht dabei um den tausendfachen Wahnsinn in unseren eigenen Wohnzimmern, den wir uns nicht angucken, weil wir monatelang mit Priestern beschäftigt sind. Das ist viel praktischer. Und wenn wir die Moral den Zynikern und den Moralisten überlassen, wie einer Stefanie zu Gutenberg damals, dann sind wir verloren. Dann sind wir genau da, wo wir nie hin wollten, nämlich bei einer mittelalterlichen Hexenjagd auf irgendeinem unappetitlichen Privatsender. Dann können keine Diskurse mehr geführt werden, weil der Wutbürger nur noch hängt, ihn aufruft. Weil die Wut nicht richtig denkt, weil das immer rückenmarksgesteuert ist. Das kann nicht geführt werden mehr, so ein Diskurs. Wir müssen mit den Opfern und mit den Tätern gleichermaßen abgeklärter und souveräner umgehen. Sonst kommen wir kein Stück weiter. Wir laufen immer die gleichen Schleifen sonst ab. Den Jungen in Emden, den haben sie doch neulich fast gelyncht.
In Heinsberg standen damals die rechtschaffenden christlichen Familienväter und Wutbürger mit Schildern vor diesem Haus, wo der pädophile Straftäter da Zuflucht gefunden hat. Wenn der rausgekommen wäre, Gnade ihm Gott. Jesus wäre da reingegangen und hätte mit ihm gesprochen. Und das wäre dann 2000 Jahre lang als leuchtendes Beispiel in der Bibel gestanden. Und genau für solche Situationen haben wir doch das Grundgesetz und die Bergpredigt und eben nicht die Todesstrafe und die Scharia wie in Texas und Teheran. Das ist doch genau der qualitative Unterschied. Ich würde mir dann auch wünschen, dass diese rechtschaffenen Wutbürger mit ihren Schildern sich mal vor so ein Flatrate-Bordell stellen, wo du für 100 Euro all you can fuck diesen Mädels einen verbraten kannst, bis es zu den Ohren rauskommt. Aber da steht keiner von den Wutbürgern, weil die Hälfte von ihnen ein Abo da haben. Ja, weil man das gerne abspaltet, weil man eben aber auch stagniert. Mit Kachelmann, genau das Gleiche. Da gibt es jetzt nur Verlierer auf allen Seiten bei dieser Kachelmann-Causa. Herzlichen Glückwunsch. Totalversagen. Das ist eine Bankrotterklärung gewesen an uns. Eine eigene. Der Bürger hat sozusagen dem Rechtsstaat nicht vertraut, dass er in dieser Causa Kachelmann souverän agiert. Deswegen haben wir den schon mal präventiv hingerichtet. Und jetzt? Gibt es jetzt eine kollektive Entschuldigung? Gibt es jetzt irgendwas, was wir kapiert haben, dass wir weiterkommen, dass wir das nächste Mal nicht wieder genau das Gleiche machen müssen? Oder müssen wir die Schleifen ewig ablaufen? Geht doch nicht um Kachelmann, geht wieder um unsere eigenen Wohnzimmer, um den tausendfachen Wahnsinn bei uns. Wie war das, jede fünfte Frau ist Opfer sexueller Gewalt? Das sind hier 30 Frauen heute Abend im Saal. Und die Täter sitzen zahlenmäßig unter uns.